Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park mit der lieben Miri. Hallo. Der Isi mit dem Hammer. Und die Miri wird uns jetzt verraten, was wir heute vorhaben. Was haben wir denn vor? Wir wollten anfangen, den T-Rex-Zaun zu bauen. Ja, richtig. Also das Gehege erstmal grob planen und so, wo das hin soll, oder nicht? Das ist, glaube ich, erstmal so der erste Schritt, den wir machen müssen. Und die Größe von dem Gehege. Ich weiß halt nicht, wie groß der Rexy wird. Wobei im Wiki stand, der wird 4 hoch und 12 lang und 3 breit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so lang wird, wenn der nur 4 hoch wird. Das ist ja irgendwie schon krass, oder? Ich habe gerade gar keine Blöcke. Also 4 groß wäre ja so nur. Das ist ja gar nicht mal so viel, ne? 12 lang wäre ja schon ganz schön krass. Ah, keine Ahnung. Werden wir dann ja sehen. Aber wir sollten nicht zu klein bauen, weil du siehst ja bei den Brachios, wie das geendet ist. Wir haben übrigens schon wieder Nachwuchs bekommen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das versteckt sich gerade, das kleine Ding. Da. Im Busch. Dreh dich doch mal um. Das dreht sich um. Da ist er, der Nachwuchs. Auch ein Weibchen, glaube ich, ne? Kommt jetzt hier vorne sogar futtern. Nadio? Kommst du uns Hallo sagen? Und noch ein Baby. Können froh sein, dass wir bei den Gallimimusen zwei Männchen haben, ne? Da können wir wirklich froh sein. Das ist echt ein Problem. Also wir sollten halt vielleicht überlegen, das Männchen irgendwann hier rauszunehmen, ne? Oder sowas. Ich weiß halt nicht, wie man das sonst handhabt. Weil die werden sich ja immer weiter vermehren, die Brachios, oder nicht? Ja. Oder kann man das irgendwie stoppen? Auch wie Updance. Ja, du kannst das nur stoppen, indem du die in verschiedene Gehege packst. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wo packen wir unser T-Rex-Gehege hin? Wir brauchen viel Platz dafür, weil ich will es auf jeden Fall nicht wieder so klein machen, dass wir dann die wieder umsiedeln müssen, so wie die Brachios irgendwann. Weil, oh. Hier sind übrigens die schönen Toiletten. I like them. Wer das Video noch nicht gesehen hat, auf Miris Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Da sieht man ein Speedbuild-Video zu diesen beiden Toiletten. Sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Wo ist die Miri jetzt hingeflogen? Bin hier, rechts hinter dir. Ach da. Suchst du gerade eine? Mit der Fläche hier? Man müsste die halt erst abroden, ne? Ja, an sich ist da gut Platz. Ich würde halt auch nicht unbedingt einen viereckigen Kasten bauen. Auch wieder so ein bisschen L-Form oder sowas machen. Oder irgendwie du kannst dich einfach an den Gegebenheiten hier orientieren. Immer. Ja, aber du kannst mit, ich will ja ein bisschen aufwendigeren Zaun bauen, damit wird das so, schwierig, ja. Das schräg zu bauen und ständig hin und her und kreuz und quer. Also so, man muss sich schon ein bisschen eckig halten, denke ich mal. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit Höhenunterschieden und so machen will mit dem Zaun. Aber das gucken wir dann mal. Hier haben wir es ja auch gelöst gekriegt, indem wir einfach alles auf die gleiche Höhe gemacht haben. Ja, ich würde sagen, wir stecken uns mal was ab und dann gucken wir mal, ne? Wir haben das Ganze abgesteckt und ja, es sieht jetzt erstmal sehr, sehr groß aus, aber uns ist wichtig, dass das diesmal nicht zu klein wird. Außerdem haben wir noch das Problem, dass wir eigentlich einen Doppelzaun machen müssen. Das heißt, wir müssen innen drin nochmal einen kleineren Glaszaun oder sowas ziehen, damit einfach der T-Rex nicht die Besucher oder uns durch den Zaun beißen kann. Weil ihr seht ja mal, wie die Brachios durch den Zaun sich ragen und das wird der T-Rex auch tun. Und ich glaube, der kann dann auch da durchbeißen. Und das müssen wir halt irgendwie verhindern. Deswegen wird das Ganze ziemlich, ziemlich groß werden. Ich werde auch viel rausschneiden beim Zaunbau später. Aber oh, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen. Miri macht sich jetzt hier schon an den Weg. Und ich werde jetzt mit dem Zaun anfangen. Ich habe auf jeden Fall bei dem Zaun schon ein bisschen ausprobiert. Und habe mir schon so ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze machen möchte. Und das werden wir jetzt mal zusammen bauen. So. Andesit kommt in die Mitte. Und dann müssen wir einmal... Übrigens, ja? Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass wir vorhaben, diesmal ein Besucherzentrum dahin zu bauen. Eine Beobachtungsgalerie. Genau. 6, 7, 8, 9, 10. Genau, Miri, die wird gleich eine schöne Beobachtungsgalerie bauen, was echt schwierig wird. Im JWE-Style. Ich kann ja mal ganz kurz ein Foto für euch einblenden. So soll es dann aussehen später. Ungefähr. Das wird ganz schön schwierig, Miri. Ich bin sehr gespannt, ob du das hinbekommst. Auf jeden Fall cool.
Ich glaube nicht, dass ich das heute schaffen werde. Nee, ne? Heute definitiv nicht. Aber das ist das Ziel. Da wird ja wahrscheinlich auf deinem Kanal vielleicht nochmal ein Speedbild oder so kommen, aber werden wir dann gucken, ne? Erstmal schauen, ob du eine schöne Besuchergalerie zaubern wirst. Ich baue hier nebenbei so ein bisschen, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Habe ungefähr einen Plan, wie ich das, den Elektrozaun, wird es auf jeden Fall ein schwerer Elektrozaun, wie ich den bauen will. Deswegen geht das hier auch so schnell voran. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Okay, das wäre jetzt sozusagen ein Element. Die Höhe sollte ausreichen, weil der T-Rex ja angeblich nur viel groß sein wird. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, wenn ich den Brachio so sehe, wenn ich ehrlich bin. Stein, Mauer. Die brauchen wir noch. Ich habe übrigens gehört, dass es in einer neueren Minecraft-Version auch halbe Blöcke von normalen glatten Steinen und so geben soll. Das habt ihr in die Kommentare geschrieben. Ist sehr, sehr schade. Warum können wir nicht auf der aktuellen spielen, Miri? Warum liegt das? Weil die ganzen Mods die neue Version nicht unterstützen. Ah, okay. Das ist natürlich, das heißt, ärgerlich. Also, wenn wir auf 1.14 spielen würden, dann würden vielleicht 2 Mods funktionieren von denen, die wir jetzt haben. Okay. Die brauchen da immer ein bisschen, um da hinterher zu kommen. Ja, das macht dann... Ist natürlich dann doof. Ja, jetzt müsste natürlich ein Zaun rein. Und welcher würde sich besser eignen als der Elektrozaun? Ich würde natürlich auch gerne noch von Schisselzäune ausprobieren. Aber Elektrozaun ist natürlich cool, ne? Weil der schockt dann auch wirklich Leute, die den Zaun berühren oder die Nuss. Bei Schissel gibt es auch noch coole Zornelemente hier. Iron Bars und so weiter und so fort. Aber die haben einfach eine ultra schlechte Qualität. Ich kann euch das mal zeigen. Die sind einfach sehr, sehr pixelig von der Textur. Seht ihr das? Also das ist schon echt heftig. Guck du dir das mal an, Miri? Wie das bei dir aussieht hier? Das auch so schlimm pixelig aussieht? Schlimm, ne? Ja. Ja. Deswegen können wir die leider nicht benutzen. Boah, ist das laut. Deswegen werden wir diesen Stahlzaun benutzen. Der ist nämlich echt cool. Und die letzte Reihe. Jetzt ist der Zaun drin. Was darf natürlich nicht fehlen? Redstone-Fackeln obendrauf. Das sind sozusagen die roten Lampen, die man aus Jurassic Park kennt. Die dann immer leuchten bei den Strom- oder High-Voltage-Zäunen. Die dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Dann sind wir schon fast fertig. Das ist so meine Version von dem Jurassic Park Zaun. Ist nicht ganz perfekt, aber ich bin sehr zufrieden damit. Aber es kommt natürlich wieder noch eine Krönung, nämlich mit einem Gemälde. Die wird dann jedes zweite Element zieren, denke ich mal. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, im echten Jurassic Park war es auch so. Bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Könnte ich vielleicht nochmal nachgucken. Machen wir mal kurz so und so. Jetzt können wir nämlich das Gemälde platzieren. Und dann haben wir direkt das Richtige. Das ist aber ein Zufall. So, jetzt haben wir ein Danger 10.000 Volt Sign. Nicht anfassen. Ist doch cool, oder? Also ich finde es sehr, sehr nice. Miri, findest du den Zaun? Ich finde es sehr schön, ja. Ja, du siehst das Sign wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Weil ich dir die Datei nicht geschickt habe. RIP. Mach ich gleich. So, ich werde jetzt noch einige mehr Elemente in diese Richtung bauen und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe die erste Wand schon mal so grob eingezeichnet jetzt. Die Miri baut jetzt hier eine Brücke. Und das Besucher- oder die Beobachtungsgalerie wird dann vermutlich auf diese Seite hier kommen irgendwo. Das werden wir uns dann später nochmal überlegen, weil hier finden wir das Wasser einfach sehr, sehr schön und das wollten wir nicht entfernen. Deswegen baut die Miri jetzt eine schicke Brücke dahin. Ist ja auch cool, ne? Also warum nicht? Ich finde die Idee sehr, sehr cool. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch weiterbauen, weil es gibt viel zu tun. Weil bis ich um das Gehege herum bin, das wird dauern, Leute. Das wird sehr lange dauern. Die letzten Fackeln habe ich jetzt gesetzt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier mit den Danger-Schildern machen, in welchem Abstand wir die machen. Ich würde fast sagen, jeden zweiten, das wäre dann der hier zum Beispiel, der und der. Das wäre sogar perfekt, dann hätten wir 3 Stück hier auf dieser Seite. Finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Das heißt, wir machen hier mal eben die Blöcke hin und das mal eben so machen. So, und machen hier mal das Danger-Schild hin, das erste. Na komm. Nein! Scheiße. So. Da ist es. Wunderbar. Ans nächste Zaunelement gehen wir auch nochmal rüber. Und auch hier kommt das hin. War das die richtige Höhe? Ja. Das ist auf jeden Fall die richtige Höhe. Brauchen wir nur das richtige Bild. Ah, das hat jetzt aber auch ewig gedauert. So, und hier kommt noch einer hin auf jeden Fall. So,
Und dann sollte das Ganze passen. Da, da ist es, das letzte Schild. So, die Miri, die baut hier fleißig Brücke. Und so sieht das Ganze aus. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Ist ja klar. Da oben ist ein Blitz eingeschlagen, Miri. Oh, jetzt ist es weg, ja, zum Glück. Ja, passiert öfter mal. Ja, aber unser Haus hat gebrannt hier gerade. Okay, never mind, es ist wieder weg. Zum Glück. Was man dann noch hier machen könnte, da könnte man, glaube ich, mal, das habe ich mir nämlich auch durchgelesen, wie die mittlerweile funktionieren, die Modern Lights könnte man mal hier unterbringen, wenn ich die dann hier finde. Da sind sie. Modern Lights. Und dazu braucht man noch einen Lichtschalter. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Shifter oder so wahrscheinlich, ne? Da. Light Switch. Ah, okay. Sehr, sehr gut. Die könnte man vielleicht auf die Rückseite hier mal auf diese Blöcke hier machen. Da könnte man mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ich mache mal jetzt hier erstmal 6 Stück. Und jetzt muss man den Schalter in die Hand nehmen und mit Rechtsklick die Dinger hier einmal auswählen, bevor man den Schalter platziert. Weil das wird dann sozusagen dem Schalter zugewiesen. So habe ich es zumindest gelesen. Das werden wir jetzt ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den... So kann ich den hier nicht platzieren. Ah, okay, ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach zu weit weg war. Man darf wohl nicht so weit weggehen von den einzelnen Lichtquellen. Aber jetzt können wir es mal anmachen. So sieht das Ganze aus. Ah, sieht man natürlich jetzt bei Tag sehr, sehr schlecht. Ich mache mal kurz Night. Ich hoffe, das stört die Miri nicht. So, Miri, wie findest du die Beleuchtung? Hinterm Zaun? Eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Boah. Ja. Ich denke, glaube ich, ein bisschen zu realistisch. Wie hättest du das denn gemacht? Aber man kann ja eh nicht durch den Zaun durchgucken, also von daher. Ja, der Zaun ist halt schon sehr undurchsichtig, leider. Ich hätte ihn auch lieber ein bisschen durchsichtiger gehabt, aber ja, wie gesagt, es gibt halt keinen guten mit guter Textur. Außer diesen anderen da und der sieht einfach nicht ja, sicher genug aus, sage ich mal. Also zumindest für Fleischfresser. Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Idee der Beleuchtung. Also du kannst gerne Vorschläge machen. Ich könnte es natürlich auch vor den Zaun machen, die Beleuchtung. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde. Also wenn ich hier zum Beispiel... Nicht so schön. Wahrscheinlich nicht so schön, ne? Naja, dass die, wenn du mal rüberkommst, dann siehst du das, ja. Ja, ich mach's mal einmal hier als Beispiel hin. Ja, weil diese Modern Lights funktionieren echt gut. Also so würde es halt vorne aussehen. Ne, finde ich hinten auch cooler, wenn es einfach beleuchtet ist. Dann würde ich sagen, mache ich das mal überall. So sieht das Ganze jetzt aus. Und die Miri baut jetzt hier schön weiter ihre Brücke. Auch sehr, sehr nice. Ja, ich werde jetzt einfach... Ja, auf dieser Seite weiß ich noch nicht, ob ich da baue. Doch, ich baue hier auch schon mal ein paar Elemente hin. Ich kann mir mal wie eben... Finde... Mit... Ja? Sorry. Nee, sag ruhig. Wie findest du denn die Brücke jetzt von der Seite optisch? Müssen wir mal eben Tag machen. Dann hier. Day. Ja, sehr gut. Cool. Also... In der Mitte ist es halt dünn und dann wird es hier immer breiter. Ja, das ist cool. An beiden Enden habe ich das so gemacht. Ich finde schade, dass man die Geländer immer so machen muss und dass es keine so schrägen Verbindungen gibt. Aber ansonsten ist es super cool. Ich mag die Optik, das sieht nice aus. Ja, sehr, sehr schön. Genau, und jetzt müssen wir nämlich hier um die Kurve gehen. Ich muss hier wahrscheinlich begraden. Ich wüsste nicht, wie ich sonst das vernünftig hochbauen könnte. Ich glaube, begraden ist hier die einfachste Lösung. Ein T-Rex mag es, glaube ich, eh nicht so bergig und hügelig. Kennt man ja aus The Isle, wie schnell der sich die Haxen bricht, weil er so schwer ist. Deswegen eine flache Ebene beim Rexy-Gehege ist, glaube ich, schon mal in Ordnung. Die Landschaft können wir ja später immer noch anpassen innerhalb des Geheges. Das ist ja an sich kein Problem. Wir müssen jetzt gucken, wie wir hier um die Ecke sozusagen bauen. Das ist natürlich nochmal sehr interessant. Ich glaube, ich werde dann hier den Pfosten wegnehmen. Und hier dann hochgehen. Ups. So. Und dann können wir eigentlich schon das ganze Spiel hier, wo man immer eben an der sieht, das nehmen wir uns mal auf diesen Block, hier wiederholen in diese Richtung. Machen wir mal eben gemeinsam ein Element fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das müsste hinkommen. So, die Höhe müsste auch hinkommen.
Sehr gut. Ja, hier reißen wir nochmal ein bisschen ab. Dann machen wir hier wieder unsere Steinstufen hin. Ja, das kommt sogar echt hin von der Dings, wie ich es jetzt habe. Machen wir hier mal so. Sehr, sehr gut. Das passt. Also so kann man auf jeden Fall, denke ich, gut um die Ecke gehen. Das kommt gut hin. Ah ne, hier kommt das ja nicht hin. Nur hier. Lämpchen. Und Lämpchen. Und dann kommt hier logischerweise noch der Zaun rein. Aber das werde ich für euch natürlich entweder beschleunigen oder rausschneiden. Tada! Es ist fertig. Das ging jetzt sogar relativ schnell. Für euch natürlich noch schneller. Oh, und den Vorgang werde ich jetzt noch ein bisschen wiederholen. Ich denke mal, ich werde noch ein Element machen. Dann kommt die Besuchergalerie. Und dann werde ich erst auf dieser Seite weiterbauen. Ich werde dann erstmal auf die andere Seite wechseln, hier weiterarbeiten. Aber für mich ist das ein bisschen mehr Akt und Aufwand. Für euch ist es nur ein kleiner Cut. So Leute, für euch ist es nur eine Sekunde vergangen. Für mich ist jetzt eine Nacht vergangen. Die Miri ist jetzt leider nicht mehr dabei. Die ist auf Arbeit. Für mich ist jetzt der nächste Tag. Ich wollte euch nochmal eben kurz ein Update machen, wie weit wir jetzt sind. Also wir haben jetzt den Zaun, beziehungsweise ich habe den Zaun jetzt schon mal hier komplett lang gebaut und bis da vorne zur Wand. Da muss ich dann mal gucken, ob ich das mit Zaun mache oder ob wir den Zaun einfach am Berg sozusagen enden lassen. Das können wir gleich mal gemeinsam gucken. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit dem Zaun. Ich finde das sehr cool, auch das mit den Schildern. Ich finde ja, solche Details machen immer echt viel aus. Und das ist echt nicht viel Arbeit, sowas einzufügen in Minecraft. Also das geht echt rucki zucki. Und da hinten seht ihr auch schon mal die ersten Ideen und Gedankenansätze von Miri und Grundrisse sozusagen für die Beobachtungsgalerie. Sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Also sie hat hier schon mal angefangen, ist allerdings nicht mehr so weit gekommen, weil wir halt gestern schon recht spät hatten bei der Aufnahme. Aber das ist ja an sich nicht schlimm. Ich denke mal, das wird sehr, sehr cool werden. Also sie wird die bestimmt sehr gut hinbekommen, diese Beobachtungsgalerie. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich kann euch das Ganze nochmal eben, wenn ihr wollt, bei Nacht zeigen. Time Set Night. Machen wir mal kurz. Und dann sieht das Ganze so aus. Sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich, mit der Zaunbeleuchtung. Also da bin ich auch äußerst zufrieden mit. Habe ich jetzt auch den ganzen Zaun so weit durchgezogen mit der Beleuchtung. Das ist sehr, sehr nice, denke ich. Wir müssen dann später halt gucken, wie das ist mit dem Rexy, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier den Rex ausbrüten, das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren, dann könnte es sogar passieren, dass der Schaden, also ich denke mal, der wird Schaden kriegen, wenn er hier gegenläuft, weil es ist ja normalerweise so, dass man da selber auch Schaden kriegt und Monster und sowas. Wenn ich jetzt hier nicht im Kreativmodus bin, werde ich hier ja auch angeschockt. Das ist ja wirklich ein Elektrozaun, das ist ja nicht nur Deko. Und ich glaube, der T-Rex, weil die KI wird nicht so klug sein, dass sie dann da nicht gegenläuft, der wird da wahrscheinlich die ganze Zeit gegenlaufen und geschockt werden. Deswegen müssen wir vermutlich, also ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier drinnen nochmal irgendwie, wahrscheinlich mit Glas, denke ich mal, ist die schönste Lösung, aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung, dass wir hier drinnen nochmal irgendwie mit bestimmter Blockanzahl Abstand nochmal sozusagen einen weiteren Zaun ziehen müssen. Ich weiß, es ist nicht das Schönste, aber ich wüsste nicht, wie man das anders lösen kann. Vielleicht habt ihr ja Ideen oder vielleicht wisst ihr ja, ob die Dinosaurier klug genug sind, dass sie nicht gegen die Elektrozäune so laufen. Aber kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, viel anderes bleibt uns gar nicht übrig, als hier nochmal in so eine Zaunlinie zu ziehen. Natürlich noch ein bisschen höher, ich will das nur jetzt noch nicht machen, weil das jetzt einmal nur zum Veranschaulichen ist. Müsste man sowas machen? Ich meine, von hier würde man es so gut wie gar nicht sehen, wenn man es auf die richtige Höhe zieht. Aber ich glaube, anders könnten wir das halt echt nicht handhaben, weil der Rexy sich sonst einfach selber kaputt machen würde. Ich weiß, es ist nicht das Schönste, aber ich wüsste jetzt gerade keine andere Lösung. Aber dafür sind ja die Kommentare und ihr da. Vielleicht habt ihr ja noch eine super Idee. Ihr seid ja immer super kreativ. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil das ist noch ein Problem, was sehr, sehr störend ist, finde ich. Aber gut, das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Ansonsten bin ich mit dem Zaun schon recht zufrieden. Hier vorne kann ich euch nochmal eben einmal zeigen, wie ich das da jetzt erstmal gelöst habe. Also ich hätte ja den Zaun auch hier komplett weiterführen können. Ich hätte nur den Berg hier sozusagen abholzen müssen. Dann hätte ich hier auf dieser Linie einfach zurückgebaut. Sozusagen so in diese Richtung. Das wäre es dann gewesen. Aber ich dachte mir, als ich hier den Berg so ein bisschen begradigt habe, wie ihr seht, dachte ich mir, man könnte ja eventuell auch den Zaun einfach hier an dem Berg enden lassen, sozusagen. Machen wir eben hier das hier voll.
Und dann könnte man eventuell hier noch was hinbauen. Irgendwie so eine Terrasse oder einen Ausguck oder sowas. Also, dass man hier irgendwie, nicht runterfallen, irgendwie dann so einen Balkon oder sowas macht oder sowas. Irgendwie ein Restaurant oder was weiß ich für einen Laden. Aber das könnte man sicherlich machen. Also, dass man sozusagen dann hier so eine Fläche oder sowas hat oder die dann über die gesamte Fläche geht, hier dann noch so vernünftige Klippen macht und den Berg noch vernünftig enden lässt, jetzt nicht so glatt und gerade. Und dann könnte man nochmal da oben sozusagen irgendwie das T-Rex-Café oder so hinmachen, dass man hier nochmal eine richtig schöne Sicht beim Essen oder Kaffee-Kuchen essen auf den T-Rex hat, weil, ich meine, schaut euch mal die Sicht an, die ist schon sehr, sehr nice. Also das könnte man echt überlegen, hier oben noch was hinzubauen. Ich glaube auch, dass es cooler ist, wenn wir nicht auf allen vier Seiten Zaun haben, sondern hier das einfach in den Berg übergehen lassen. Und wenn man das dann auch so gestaltet, dass es natürlich aussieht, ist das, glaube ich, auch recht cool. Aber ich glaube, das Ganze werde ich in der nächsten Folge machen, wenn Miri hoffentlich wieder dabei ist. Weil ich wollte jetzt nicht mehr allzu lange weiterbauen. Ich weiß, die Folge ist jetzt noch nicht so lang, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt hier zu diesem Problem. Schreibt mir auch rein, wie ihr den Zaun findet. Und schreibt mir rein, wie ihr die Idee hier mitfindet. Oder ob ihr es lieber hättet, dass der Zaun hier einfach weitergeführt wird bis da hinten. Das ist natürlich auch, könnten wir natürlich auch machen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Falls euch das Projekt Jurassic Park in Minecraft gefällt, dann würde ich oder wir uns sehr über ein Like freuen. Und ihr dürft gerne kommentieren, der Kanal von Miriam ist in der Videobeschreibung, schaut auch bei ihr vorbei. Sie wird in Zukunft einige Speedbuilds und so vom Jurassic Park, die Off-Video sozusagen geschehen sind, wird sie auf jeden Fall festhalten und hochladen für euch, damit ihr seht, wie zum Beispiel die Besuchergalerie entstanden ist oder wie zum Beispiel hier diese Toiletten entstanden sind, das ist schon auf ihrem Kanal. Also checkt auch ihren Kanal ab, wird sie sich sicherlich freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit, macht's gut, haut rein, euer Dandy.